0,2 Liter. Ein Liter. Und tot. Mensch, wo ist er denn? Nein, mein Merk hier, denk's auch. Flagge. Was hast du angestellt? Oh Gott. Was ist das für ein Verrückter? Ich kann da nicht gescheit losfahren in der Kupplung, ey. Déjà-vu hier auf einmal. Ich habe einfach gewartet beim Boxenausgang. Aber da ich nicht losfahren kann, ganz langsam fährt er los. Bin ich nicht nah genug dran. Muss wieder kämpfen hier. Wenn du einen Stalker hast, weißt du, dass du es geschafft hast. Ja, dann bist du wichtig. Hä? Dann bist du wichtig. Ja. Dann sollte man auch keine Fehler machen. Als Stalker. Aber du bist noch nie so durchgefahren, oder so? Am Stück? So viele Runden eigentlich? Du hast doch immer mal so ein bisschen gechoked und hast dann so resettet. Oh, so bin ich gerade, ich Idiot. Wenn ich aufgepasst habe auf die Bremsweg. Ja, ich bin heute nur sehr wenig rausgefallen. Ich habe ja gesagt, gestern schon, oder wann das war, genau, gestern, dass ich ein bisschen die Technik ändere, ich mehr auf Vorsicht gehe. Ja, wird ja Zeit, dass die Technik sich ändert, ist immer der gleiche Scheiß. Ich fand so ein bisschen Harakiri am Anfang eigentlich ganz witzig so. Ja, irgendwas musst du ja machen. So ein bisschen die Freiheiten ausnutzen, dass man nicht sterben kann. Das ist natürlich von Vorteil. Rausrutsche. Vielleicht doch erster Gang mit dem mal. Ich bin da so drin, nein, dass ich dann nichts anders teste. Raus. Vielleicht kriege ich ihn auf der Gerade. Oh mein Gott, er geht nicht aus. Wie viele Sekunden hast du denn noch? Halbe Minute. Ja, okay, das schaffe ich schon noch. Schaffst du schon noch. Aber. Ich muss ja auch schalten. Okay, hab's. GZ? Ah, doch rausbekommen. Ein bisschen. Aber gerettet. Jawohl. Falls wir mal Rennen fahren, denk dann, dass du die Fernbedienung mal kurz bewegst. Ich würde da beim Rennen auch nicht an dich rankommen jetzt. Ich probiere dran zu kommen, aber es ist halt nicht so einfach. Weil du fährst ja auch nicht viel und anders ist meine Zeit. Und wenn ich meine Zeit noch nicht fahren kann, dann. Ne? Ich habe halt die ganze Zeit darauf trainiert, dass möglichst
irgendwie so ein Uhrwerk halt abzuspulen, ist vielleicht nicht die schnellste, nö, das ist wichtig. Art, aber ich krieg's im Prinzip die ganze Zeit hin. Ist wichtig, immer die gleichen Zeiten. Lauf schnell langsam, wenn du mal schneller fährst, ist sehr gut. Vergessen zu schalten und zu bremsen. Das ist deine Chance. Der Gott ist noch da, oder was? Ey Gott, was geht? Oh, du hast auch Fehler gemacht. Nee, habe ich nicht, wenn du... Okay, das sah im Rückspiegel ein bisschen komisch aus. Dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Kannst du rechts vorbei, ich lass dich. Damit wir uns nicht crashen. Ey, tu doch nicht in mich reinfahren, ich bin noch rechts. Ich bin neben dir gewesen, rechts. Aber ich muss doch irgendwann wieder nach rechts rüber. Ich wollte neben dir fahren hier. Das Auto, Benzin ist auch leer. Also, gib mir Box. Bist du Box? Ja, ich bin schon Box, ja. Okay. Hey, so, da ist noch einer. Ja, ich fahr schon auch schon. Ne? Da ist noch einer. Gott! Jetzt geht's los. Was hat denn der Gott für ein Auto? Der hat einen Lexus. Der hat einen Lexus. Was ist denn das jetzt? Mehr. Das ist der Jens eigentlich. Du bist schon gefahren, oder was? Ich fahre den Berg rauf. Achso, ja, warte. Ich dachte, du wartest. Ich dachte, wir fahren jetzt zu dritt so, eigentlich hier. Der Gott hat mich vorbeigelassen. Okay, ich habe gehört, Yellow Flag Caution. Gut so. Keine Chance. Hab ich weggeguckt. Also, dann mache ich kurz eine Minute Pause. Nochmal Box, oder was? Ja, ich habe auf die Zeiten oben geguckt und bin dann irgendwie gegen die Wand oder sowas. Bis gleich. Ja, bis gleich. Sind hier ABS gestellt, hä? Hey? Ich mal ABS eins höher. Einfach eine halbe Sekunde langsamer als meine Zeit. Aber ist egal. Ich jage sicher meine Zeit nicht, ich fahre einfach jetzt. Trotzdem eine Sekunde langsamer ist das schon peinlich. Hätte mal ein bisschen meine Zeit. Ja, muss gleich noch die anderen Tabletten nehmen und dann schauen.
Hey, wenn ich so fahre, halbe Sekunde, erste Kurve langsamer. Kannst du nicht vorstellen, das kannst du nicht vorstellen. Wie? Musst du dann wirklich die erste Kurve so brettern wie so ein Schwein, damit ich überhaupt da hinkomme, oder was? Ich meine, ich will es nicht auf Zeitenjagd gehen, aber dass ich in der ersten drei Kurven 0,74 hinterherhänge, ist halt schon ein bisschen krass. Merkt man, dass meine Augen ultra müde werden auf einmal, keine Ahnung. Ich habe jetzt einmal verfickt das Trailbreaker nochmal probiert und das kannst du vergessen. So schwer finde ich. Dass ich halt nicht mehr so unkontrolliert in die Kurve gehe. Ich muss dem Jens beibringen, wenn er geht, dass er jemand zuschaut. Jemand da ist. Meine letzten Tabletten für heute. Einmal. Zweimal. Sind gelogen, aber zumindest ich jetzt hier habe. Lass im Wohnzimmer. Oh, ach so. The guy behind has just done a 136.85. GZ. Boah, es wird schon wieder so kalt, ich muss bald Fenster zumachen. Du spinnst jetzt oder was? Wenn du direkt im Fenster sitzt, ja, dann ist schon kühl, ja. Ich mach ja immer weit auf. Durchzug. Ich hatte eine gewisse Zeit lang. Ich hab ja auch immer große Kopfhörer aufgehabt, ne? Bis vor, sagen wir mal, 2 Monaten oder so. Und wenn ich die abgesetzt habe, meine Ohren immer geschwitzt. War noch komplett nass. Und dann teilweise auch Durchzug und hatte ich alle 1, 2, 3 Mal im Monat, hatte ich dann immer Ohrenentzündung. Voll unangenehm. Yeah. Immer. Und da habe ich jetzt so Schiss, dass es halt wiederkommt. Und jetzt tue ich ja zwischendurch schon auch im Durchzug sitzen, dass ich überhaupt Luft kriege hier am Tag. Und heute war es halt etwas kühler, kam ein kühler Windhauch.
dem Ohr hat es nichts getan, aber in der Lunge, da habe ich ja wieder angefangen zu husten, weißt du? Die Hitze ist zwar teilweise scheiße, aber wenn die warme Luft kommt, huste ich halt nicht so, wie als wenn die kalte Luft kommt, weißt du? Weil kalte Luft ist halt empfindlich, die Lunge. Ja. Und das habe ich jetzt nicht mehr gehabt. Seitdem ich keine Kopfhörer mehr so nehme. Keine großen. Weil ich schwitze dann im Ohr, dann setze ich kurz ab und dann irgendwie Luft oder so dahin. Seitdem ich jetzt nur noch die jetzigen nehme, habe ich damit keine Probleme. Lieber wegen den Razer-Kopfhörern, ne? Ja. Sind die WLAN oder sind die Bluetooth? Welche Razer? Die ich habe? Nee, wo du vorhin meintest, dass die vielleicht Option für dich wären. Vergessen, welche Kurve? Nee, ich habe nur die Hammerhead doch gesagt, dass die jetzt so viel Bass haben. Ja. Genau. Die meine ich ja, sind die WLAN oder Bluetooth? Kabel. Ach, die sind mit Kabel? Ja, so grünes Kabel. Hammerhead oder Hammerhead 2. Achso, weil die gibt es auch in der Pro-Variante, die sind wireless. Achso. Auch so schön mit RGB-Beleuchtung und die RGB-Beleuchtung kannst du sogar am Handy einstellen. Also wenn solche in ihr mal WLAN wären, dann wäre es gigantisch. Ja, weil genau, Bluetooth, das ist nämlich die Frage. Bluetooth ist halt, ist immer nur Bluetooth. Dann ist da keine Verzögerung. Genau. Wenn die so wie die großen Köpfe da wären, das wäre da gigantisch. Das ist so eine Technologie. Und der Vorteil ist halt, dann hast du die Razer-Software und dann kannst du ganz easy den Bass rausnehmen. Mache ich ja auch. So wie du es mir gezeigt hast, nur das Gegenteil, oder was? Quasi? Genau. Und bei der Razer-Software sind diese Frequenzbänder ja schon fest vorgegeben. Steht dann 30, 60, 100, 200, 500, 1000 und so weiter. 500.000. Da musst du dann halt. Wie bitte? Achso, 500 und 1000, nicht 500.000. Naja, na, alles 500 gut. 500 und 1000 und 2000 und 3 und 4 und 10.000. Und dann musst du im Prinzip einfach nur. Meistens klingt es am besten, wenn du bei 30 Hertz ein bisschen anhebst. Und dann so bei 60 und bei 100 und bei 200 nimmst du ein bisschen Bass raus und dann hast du gleich einen super klaren Sound. Okay. Aber die sind immer alles Bluetooth als Wireless ist. Was mir gerade auffällt. Ja, das ist jetzt die Frage, das würde ich gerne gleich mal gucken. Schon mal gleich, ja. Was mir gerade auffällt, mal kurz off-topic. Ich habe doch immer gesagt, die Tage, gut, ich weiß, vielleicht hast du nicht mitbekommen, dass meine ganzen Temperaturen immer 80, 84 Grad sind, oder? Das habe ich immer gesagt, die Tage. Also GPU und CPU immer 80, 84 bis 85 Grad. Was halt heiß ist. Ist in Ordnung. Und jetzt? Jetzt ist total geil. Jetzt ist es halt 73. 73 bis 76, 74, 75. Also 73 bis 75. Also nur weil es ein bisschen kälter ist halt, weißt du? Das ist ja schon geil. Ich komme immer ein bisschen durcheinander, weil du ja zwei Rechner hast. Welchen Lüfter hast du auf deinen Spielrechner? Den NH15. 770. Ah ja. Ja, ja. War mir nicht sicher, ob der auf dem Server drauf ist. Dem Server ist der 120 mm IO, genau. Ja, ja, ja. Ist zwar sehr gefährlich. Ich war mir nicht sicher, welche Reihenfolge. Aber das. Ja, mei. Die läuft halt. Normalerweise gehen die ja nicht kaputt. Die läuft jetzt einfach eigentlich mehrere Jahre am Stück durch. Und ich habe den noch nie irgendwie gewechselt, Wasser, irgendwas. Ich tue immer nur auspusten. Aber ich habe jetzt seit diesem Dauer immer nicht mehr ausgepustet hier. Also ich hatte mal einen Arbeitskollegen gehabt, als ich im Büro gearbeitet habe. Und der hat mir seinen Rechner vorbeigebracht, damit ich gucken kann, ob ich den noch retten kann. Und da war es tatsächlich so, dass beim Dichtungsring ist der undicht geworden. Und dann hat es auf die Grafikkarte drauf getropft und die Grafikkarte ist durchgebrannt. Ja, scheiße. Aber auch der PC ging noch, oder was? Ja. Andere Board Grafikkarte rein. Das Board hätte ja auch mit brennen können, mit Pech. Das war aber keine IO, sondern halt so eine Custom.
Aber ich schätze, dass es bei der AI auch passieren kann, oder? Also, wenn ich das mit den heutigen AIOS vergleiche, sah das schon eher so nach einer Billigwasserkühlung aus. So. Also nicht sehr hochwertig. Das ist jetzt nicht mehr vergleichbar mit irgendwelchen Be Quiet und was es da nicht alles gibt. Der Rechner war ja auch aus den 2000ern. Jetzt sind wir 20 Jahre später. Also er hat den Rechner 10 Jahre lang genutzt und irgendwann ist es undicht geworden. Ups. Fanny, na? Du alter Zonenbetreter. Wie läuft's? Was geht? Am Turnieren, aber jetzt nur so ein bisschen noch, nicht so serious, weil auch schon müde. Wie, du warst nicht in der Zone, schäm dich rein, da schnell, ruckzuck, sonst war es das mit Wolf. Das ist nur noch Fenris, kein Wolf mehr. Ja, aber Jens, das verstehe ich halt nicht. Diese Wireless-Technologie ist halt so stark bei den normalen Kopfhörern, wenn sie sowas mal bei Wireless In-Ear nehmen würden. Das ist halt, das wäre perfekt, aber ich glaube, dafür gibt es ja Bluetooth-Technologie, glaube ich. Ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich glaube, die kosten 200-300 Euro. Also, würde ich sagen. Ich meine, da wird sich die Investition trotzdem lohnen, weil ich habe über die Jahre bestimmt 1000 Euro ausgegeben für die ganze Scheiße. Bluetooth 4, Bluetooth da, Kopfhörer hier und da probieren, weißt du? Ja, also der Traumkopfhörer wäre natürlich wechselbare Kabel, damit das auch mal kaputt gehen darf. Und natürlich am besten noch Wireless. Und das wäre natürlich Endgame. Dann solche Memory-Schaum-Dinger drauf und Thema Verein für alle mal Ende. Das heißt, ein Trieben hier, Fendi. Auch bereit, Geld auszugeben. Was meinst du? Nur im Chat. Okay. Diese Technologie, ne, die sie haben bei dem normalen Kopfhörern, ist bei jedem anders. Ist aber trotzdem alles nur 2,4 GHz, oder? Ja. Nur halt kein Bluetooth. Das DG, halt gute Zeit gefahren, Kurt. Das war jetzt mit dem Lexus, oder was? Valorant. Halt okay, nice. Verbauen ja Bluetooth, weil es stromsparender ist, weil aber auch die Qualität und die Latenz da ist, nicht da ist. Ich muss mal morgen schauen. Der Lexus, ja. Habe ich den nicht gestern gefahren, wo ich gesagt habe, ich finde den nicht schlecht? Der hat doch dieses fette Display da vorne, wo es so nach rechts geht, die Umdrehung. Ich muss sagen, Valo hier, Fenris, wäre halt auch nicht zu mich. Ist halt einfach nur CS in bunt. Ja, Overwatch mit CS gemischt. Aber ich sehe, es spielen viele. Und das gehört halt, wenn du ein erfolgreicher, toller Streamer sein willst, musst du CS spielen, Valo dann spielen, Fortnite spielen, LoL spielen und dann uns das Leben durchgeschafft. Aber ich sag's mal so, ich würde lieber Valorant spielen als PUBG oder Fortnite. Aber für Fortnite! Ja, fährt echt stabil. Wobei ich persönlich Fortnite nicht schlecht finde, aber es ist nicht so meins. Nicht gespielt, immer nur zugeschaut. Ich gucke tatsächlich bei Fortnite sogar mal ganz gerne zu, so ehrlich gesagt. Aber so selber spielen habe ich kein Interesse daran. Außer vielleicht jetzt dieser neue Mod, wo man nicht mehr baut. Oder der neue Modus, wo man nicht mehr baut. Ja. Dann kann ich mir das schon wieder vorstellen. Was bist denn da? Bist du Diamond 1 oder was hier, Fenris?
sind eigentlich die Cord, die ganzen GTE, sind ja nicht drin in dem Ordner? Mal so ganz frech gefragt. Die ganzen GTE, die wir ja nicht wollen. Oder ich, oder wie auch immer. Ich hab mal grob durchgeschaut, hab einiges gefunden, aber so richtig geil sortiert ist es ja auch nicht. Ich dachte, vielleicht weißt du das zufällig. Du hast die alle schon? Echt? Du hast doch gesehen, diese eine Seite, die ich heute angeschaut habe, diese... Diese Seite mit dem Meisterschaft, GTE-Meisterschaften von Zeta Corsa. Das sind, glaube ich, 6 GTE. Einen davon haben wir ja. Das ist der Porsche. Und die anderen würde ich halt auch schon gerne mal probieren. Hast du die C8R Corvette dabei? Dann ist ein BMW, glaube ich, sogar dabei. Ich bin das allererste Mal jetzt so auf diesen Scheißkorb gekommen. Echt, geht der Backerl, das Beste. Aber nur die neuesten, ne? Also keine 19er, 18er, 20er, 21er. Hab ich. Also nee, ich hab gesehen, dass bei manchen gibt's auch 19, ne? Die neuesten und einfach. Wäre ganz nice, die sind immer, ist es immer so unglaublich stark im Vergleich zu den alten. Was auch immer die machen. Als die von denen der Porsche ist, habe ich alle. Von URD, wa? Ist da denn die Corvette auch dabei? Die heißen ja alle anders, gell? An die Zeit. Ich habe gar keine Chance mehr, Jens. Auto vielleicht kaputt gemoddet. Passiert. Ich habe nochmal die Standard-Settings laden und dann mal noch mal fahren und dann nur 2 Sachen ändern. Ja. Geil, mit dem richtigen Namen, Pock. Was
Und da gibt es ja noch diese GT3-Dinger da, ne? Dieser Camaro oder so, oder den Aston Martin. Die habe ich aber auch nirgendwo gesehen. Okay, auch GT. Der Ford GT ist auch GT, egal, habe ich gesehen, ja. Er muss irgendwas kaputt gemacht haben. Ja, die GTE sind schon ultra stark, ja. Fahren sie auch geil. Wenn man nicht Jens heißt. Der mag die ja nicht. Vier Stücke in dem Porsche, das ist doch schon mal, ist doch schon mal stabil. Ich hatte ja hier. Nee, warte, wo ist denn die Meisterschaft hier? Da. Also ich dachte halt den hier, der wäre auch geil. Aston Martin Vantage GT3. Dann Sareni Camaro GT3. Die GT3 habe ich viel nicht von denen. Ich habe gar keinen von denen von GT3. Sehr komisch. BMW Alpina B6 habe ich auch nicht. Keine Ahnung. Und dann habe ich die halt hier gefunden, die anderen, ne? Da. Da, den Porsche, den haben wir ja. Die Corvette, Ferrari, 488 GTE Evo. M8 GTE, Ford GT GTE und Aston Martin GTE. Du sagst, du hast 4 ohne den Porsche. Welcher? Ich glaube, der Ferrari fehlt da noch, oder? Steht, ist eine Weiterentwicklung im Stammmodell von Kunus mit Beschreibung. Ist ein eines von 3 URD-Autos der massivsten Fahrzeuge. Auch von URD. Auch von URD, okay. Genau, der Ferrari ist nicht von URD. Finde ich immer noch diese Seite krass, ne, mit diesen Sachen da. Da. Gallardo. Den Aston Martin. Den Bentley haben wir ja und den Sareni. Und C6. Ja, ich glaube, die ist ja eh dem Spiel dabei. Mal wieder Standard. Also ich hab das so gemacht, Jens. Ich habe das Auto ja Standard gehabt. Dann habe ich einigermaßen Zeit gefahren. Dann habe ich
nur ein, zwei Sachen verändert. Echt, hast du den auch? Boah, krass. Welches Jahr sind die denn? Krass, können die mit diesen hier mithalten, mit der Jahreszahl? Gut, wenn wir da noch zwei GT3 Fahrzeuge hätten, wäre ja Ultra. Lambo 2.4, oh, okay. Ist der so alt? Hat der Huracan ihn ersetzt, oder? Dann schätze ich mal. Ja, dann brauchen wir nicht unbedingt. Weil der... Dann ist ja der Huracan anscheinend der neueste. Der 2016, okay. Ja gut, vielleicht auch beide, keine Ahnung. Mal schauen, wir können ja testen. Ich habe gerade das Stockmodell vom Auto unbearbeitet und ich bin auch schon direkt in den R-Sektor schneller. Natürlich kann ich die Zeit ja nicht mitnehmen, so oft. Aber ich habe es mal geschafft, mal eine gute Zeit zu kriegen, ganz kurz. Ey, das habe ich auf der einen Strecke auch gehabt, ne? Falls die ganze Zeit am Setup nichts verbessert sich nicht mehr. Irgendwann habe ich dann einfach mal resettet und plötzlich bin ich Bestzeit. So. Ich hatte den Eindruck, es ist viel besser gefahren. Hast du auch das Setup schon rumprobiert? Wusste ich gar nicht. Ist ja geil. Weil du dann mit der XP von dem anderen Ding einfach fährst, weißt du? Denke ich mir. Und dann ohne Setup-Veränderung ist es dann einfach gut, glaube ich, weil es einfach zusammenpasst alles. Aber ich kann es nicht. Mit der Frage davor? Ja, alles mit dir. Eigentlich vom ersten Tag an. Nee. Oh, ich bin jetzt so viele Runden gefahren und keine einzige Chance auf irgendeine minimale Verbesserung. Und jetzt war eine kurze Chance und ich komme in der letzten Kurve raus. Weißt du, dass ich ungeduldig werde, wenn ich nach 47 Runden keine Verbesserung fahre, Jens? Dann sehe ich ja da kein Potenzial mehr in dem Ganzen. Was ich hier mache. Dann bin ich einmal kurz ein bisschen besser und dann letzte Kurve fliege ich raus. Und ich... Na, fick dich, Mann. Muss wieder so anders fahren mit dem. Der ist so empfindlich, so Stock-Setup. Einfach quitten, Mann. Manchmal weiß ich nicht. Manchmal frage ich mich, wie dumm kann ich eigentlich sein, wenn ich so viel fahre und noch so ein Idiot bin, hey. Verstehe ich nicht. Ja. Und ich kann nicht noch mehr fahren. Beim besten verfickten Willen nicht. Ich schaffe nicht mehr als meine 8 bis 10 Stunden am Tag. Das ist das. Meine beschissene Gesundheit leider doch immens drunter. Aber die ist leider sowieso. Ja, wenn ich das nicht mache, würde ich etwas anders machen. Würde ich da sitzen und WoW spielen. Das wäre schlimmer für die Gesundheit. Das wäre für die Psyche kacke. Ich würde das so machen, dass du am Tage und späten Abend einen noch Tryhard machst, dann abends halt wirklich mehr so auf Fun. So, weil hab kein ich halt Mensch kann 10 Stunden so durchpushen.
Ja, deswegen fahre ich auch immer diese Sparrunden zwischen noch, weißt du, so entspannt. Aber wenn ich dann irgendwie entdecke etwas, wo ich mir denke, wow, das könnte ich jetzt schaffen, probiere es trotzdem, weißt du, ich meine? Entdecke ich zum Beispiel eine Kurve und denke mir, okay, wow, da wäre ich jetzt schneller. Und dann will ich die Zeit da durchbringen. Dann muss ich sofort umschalten von entspannt auf Hochstrom. Und dann schaffe ich es dann doch nicht, weil ich dann doch wieder kaputt bin. Aber ja, hast ja recht, hast ja recht. Aber du machst es ja genauso jetzt heute und gestern. Nö, ich fahre mir nicht die Nerven kaputt. Ich bin hier chillig am Fahren. Vorhin habe ich mehr geschwitzt. Ich eigentlich auch, bis die letzten 10 Runden habe ich mir gedacht, komm, ja, okay. Ach Mann, ein Millimeter auf den Körper. Und wieso? Und dann denke ich mir, wie viel muss ich noch fahren, um überhaupt so dumme Sachen nicht machen zu müssen? Da beneide ich halt Dubstep, er macht die Scheiße, oder andere machen es seit 10 Jahren. Ich mache das seit 2-3 Wochen, vielleicht 4 Wochen und ärgere mich, aber ich nicht so gut bin wie die, weißt du? Und moin, Christi. Sileminator, so wie Terminator mit Sileminator davor. Was geht? Ey, Twenty, what's up, man? How you doing? How's your wheel? I don't care how you doing. Your wheel is more important, Kappa. Immer von Auto zu Auto unterschiedlich. Und von Strecke sogar. Ich musste jetzt hier runter auf 45%. Von 8 Nanometer 45% runter. Normal fahre ich so zwischen, je nach Strecke und Auto, weiß ich nicht. Und Lenkrad. Bei diesem kleinen Lenkrad muss ich weniger Force Feedback machen. Also ist es random zwischen, was soll ich jetzt sagen, dass ich jetzt nicht lüge, keine Ahnung, zwischen 60, 80, 100, je nach Auto und Strecke. Bei der Strecke kriegst du, wenn du da hier bergauf fährst oder hier dich so schief fährst, da ist das Force Feedback, kriegst du voll in die Fresse rein. Oh, complete setup now, okay. So different? But it's just a couple days ago. Okay, danke dir, Gott. TikTok Promo made 5 minutes ago. What the fuck? TikTok Promo, oh my god, lol, okay. Great. Also ich habe insgesamt 8 Nanometer und immer unterschiedlich pro Strecke und pro Auto. Bei dem einen kann ich es voll aufmachen, bei dem anderen muss ich es halt schwächer machen. Es ist halt komplett anders immer. It's the same TikTok. TikTok, last time you sent me Insta stuff. Yeah, I see. Bin ich ja gespannt auf den Backaccord. Today I started learning here Zandvoort, Netherlands. I'm trying hard, but it's not that easy to beat my own time. The last 3 days I learned Hungaroring. Track before was Nürburgring. And the next track will be Kyalami. Don't know if it's a name in English, don't care about its Kyalamium. The trickiest turn
I show you my here, this one. It's most this one. Here. This last two or three corners. So weird. Hate them. You can whisper me your TikTok. Because if you post the link in chat, the bot will delete the link. Yeah, I will learn all the tracks. I will add this track to my experience skill. Maybe if you can call my stuff skill. I will learn all the major tracks and yeah, driving with couple GT3, LMP, LMH and Formula 1, 2, 3, P3. Here's the force feedback, so so hard. Now I'm driving the Ferrari. Oh, before I had BMW. Sind wir da? Z4 oder was? No, not 100%, man. Depends on the track on the car. This track, 100%, it will kill your arms. This track and this car. Depends, between 50 and 100. Und jetzt! Was sagt er? Und Jens, ich habe nie wieder die Kurve so geschafft, dass ich am Anfang ein bisschen Zeit gut mache. Jetzt halt 0,03. Ja, bist aber auch ein anderes Auto, oder meinst du mit dem jetzt? Mit dem. Aber ich kann zumindest es so hinkriegen, dass ich meine Zeit jetzt fahre. Und hier verliere ich so viel Zeit. Hier verliere ich. Ah, und ich verliere hier so viel Zeit. Ja, meine ich ja hier. Ja, da und hier. Beides. Eine Sekunde habe ich verloren auf meiner Zeit. Hier. Diese zwei Kurven. What force feedback do you run on, Greenie? Okay, Gino, 10 minutes of fuel remaining. On the BMW, I had 75 here and Scuderia Ferrari. I have 45. It's so complete different. Yeah, depends on what exactly. But in ACC, maybe what car do you drive in ACC? Maybe you have to switch in a different car. I've never played ACC, but maybe one day I will. I have a large project here
in AC. As I told before, I tried to learn all the major tracks. And I'm switching every 2 or 3 days. And here I can drive with formal cars, LMP cars. And in ACC I can only drive with GT3 cars or GT cars. Oh, Huracan Evo, a great car. I like this car. I have here in AC, I have the ACC edition. But it's not the same. It's nearly. Achtung! Achtung, ich gehe jetzt innen rein. You can. The McLaren wheel is available, but not the Huracan wheel. I'm not sure. Die Kurve. Ich hasse die hier. Reingerutscht. Entschuldigung. Ich wollte innen rein, reingerutscht. Passiert. Keine Chance, Mann. Ich wollte noch bremsen, aber reingerutscht. Musst dich mehr ankündigen. Ja, ging nicht. Ich dachte, ich kann noch bremsen, aber wir sind einfach gerutscht. Einfach weiter. Bist du tot oder was? Ja, du musst ja auch resetten, sonst hast du ein kaputtes Auto. Oder? Doch, vorne schon geil, aber ich weiß nicht genau, wie stark. Okay, I will check later if it's okay. Here in the kitchen I can't check all the whispers, but later I'm in my living room. I have the real setup. Here I'm in the kitchen in my... Here's my rig. But I can't wait to see it. Oh, it's the Kurt im BMW. Bin gespannt in welchem. Was ist also? Du bremst die erste Kurve an und hast eine halbe Sekunde verloren beim Anbremsen schon. Was ist denn das jetzt, Jens? I don't know. Das kannst du nicht. Wie habe ich denn das gemacht vorher? Du bist halt nicht mehr so schnell wie noch vor 10 Stunden.
kann nicht sein, es muss schneller sein jetzt, weißt du, wie ich meine? Aber genau, so WLAN-Technologie, so kleine In-Ear, wäre halt schon geil. Also das wäre halt Endgegner. Ja. Aber ich glaube wegen Strom, oder? Oder warum kriegen wir das nicht hin? Und vielleicht auch aus Platzgründen. Meinst du, Empfänger muss groß sein, oder was? Naja, auf jeden Fall ist er wohl vielleicht größer. Und wenn man das dann ins gleiche Gehäuse packen muss, müsste man das kleiner herstellen und das kostet wieder mehr Geld. Also Bluetooth ist auch so ein bisschen Sparmaßnahme, ne? Ja. Ja, dann tust du einmal früher beschleunigen und dann rutscht er einfach weg, hey. Also, das kannst du doch nicht vorstellen. Oh Mann, ey. Ich hab's geschafft, vorne zu sein bis zu 3 Kurven vor dem Ende und dann... wie soll ich denn da schnell um die Kurve kommen, Mann? Was ist denn das für ein Scheiß? Das bringt dich zu verzweifeln, Jens. Kann mich nicht verbessern. Ich mach das hier umsonst. Ja. Jetzt bin ich in der ersten Runde eh schon wieder langsamer. Wenn ich in der ersten Kurve schon sehe, 0,3 oder 0,5, bin ich schon wieder angepisst. Ich sehe eh bald nichts mehr. Meine Augen sind so schon zu müde. Langt es nicht mehr so richtigen Schleier von den Augen. Wenn ich ein bisschen früher Gas gegeben hätte, wäre ich wieder rausgerutscht. Keine Ahnung, Mann. Ich kann keine Zeit mehr rausholen. Du weißt noch so viel Potenzial hier bei der Zeit. Schon geil. Bis zu 10 Grad kühler die Prozessoren, also GPU, CPU. Push.
Ah, jetzt bin ich schon also. Also ich probiere jetzt noch ein, also noch ein bisschen. Also wenn ich es nicht schaffe, dann werfe ich das Handtuch für heute. Eben 59 Runden jetzt gefahren mit dem. Gut, ich habe zwischendurch viel Pause gemacht und auch Blödsinn gemacht. Aber 59 Runden gefahren mit dem und irgendwann habe ich eine Runde gemacht vor 50 Runden, dass der dich nicht mehr rankomme. Was ist denn das? Weißt du? Bin sie auch schon ein paar Mal auch noch gleich gefahren, aber ich komme einfach nicht besser. Ja. Ich glaube, wenn ich sowas. Ich glaube, wenn ich sowas sehe und nicht mehr schaffe innerhalb von 10 oder 20 Runden, muss ich einfach aufhören. Einfach an das Auto. Weil diese 50 Runden, die ich jetzt gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was Effektives gelernt habe in der Zeit. Aber ich denke schon. Ich habe viele Sachen probiert, die ich halt sonst nicht gewusst hätte. Ja, ist doch normal, dass man ausgeschlafen bessere Zeiten fährt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ausgeschlafen ist, weil... Was ich genau? Ich bin ja nie wirklich ausgeschlafen. Bin nur mal fitter, nicht fitter, ja? Klar. Nur frage ich mich, habe ich da so komisch gebrettert? Da ist das Auto noch mal ein bisschen verändert.